und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gehen wir mal wieder ein Thema an, vor dem ich mich seit Beginn des Jahres drücke. Und zwar geht es, wie ihr im Titel bereits wahrscheinlich gelesen habt, um das Thema Aussortieren. Ich werde nämlich meinen Kleiderschrank, den ihr da im Hintergrund schon erkennen könnt, ausmisten und so ein bisschen Frühjahrsputz betreiben, würde ich es mal nennen. Ich habe mir vorgenommen, das tatsächlich so jedes halbe Jahr zu machen, weil ich finde, das ist eine ganz gute Zeitspanne, um abzuschätzen, wie sehr man die neu besorgten Klamotten wirklich trägt oder auch alte, wo man sich lange gedacht hat, ach, vielleicht ziehe ich das ja noch an. Generell bin ich aber, glaube ich, trotzdem ein Mensch, der recht rigoros aussortiert. Also sowas wie einen Vielleichtstapel gibt es bei mir eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn, dann ist er wirklich klein. Wenn, dann entscheide ich wirklich zwischen behalte ich, weil brauche ich vielleicht nochmal für irgendwas anderes oder kommt weg. Das ist tatsächlich auch so ein kleiner Jahresvorsatz, falls ihr euch an das Video erinnert. Den habe ich zwar nicht offiziell ausgesprochen, aber ich glaube, das ist tatsächlich immer sowas, was sich jeder ein bisschen vornimmt. Also ohne große Umschweife zeige ich euch mal so einen kleinen Überblick zu dem Kasten da. Da muss man dazu sagen, dass eigentlich nur die eine Doppeltür wirklich genutzt wird für Klamotten und dann nun mal die Hälfte, denn das hier ist alles zum Hängen und eben die eine Hälfte dann auch, aber das werdet ihr gleich sehen. Und der Rest ist tatsächlich nur Bettwäsche und Handtücher und sowas. Das werde ich euch jetzt nicht extra zeigen. Noch dazu habe ich eine Malmkommode, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Da sind aber auch nur Hosen, Sportsachen und Unterwäsche drinnen. Das werde ich euch jetzt auch nicht explizit nochmal in der Kommode zeigen. Ich glaube, jeder weiß, wie sowas aussieht. Sondern ich räume einfach nur die Sachen aus, verteile sie am Bett und dann wird ausgemistet. Ursprünglich gab es nur eine Stange und oben drüber ein Brett. Und ich habe einfach eine zweite IKEA-Stange reingesetzt, die ich zugeschnitten habe. Und jetzt habe ich eben zwei solche Stangen, die recht bepackt sind. Um einiges mehr, als es notwendig wäre. Und da haben wir eben auch nochmal Sachen, die hängen. Aber die ganz, ganz langen Sachen, sprich Ballkleider und Dirndl und lauter solchen Kram. Da weiß ich tatsächlich, wie auch das letzte Mal, dass ich davon nichts aussortiere, einfach weil das Anlassklamotten quasi sind und da wird sich jetzt in letzter Zeit vor allem pandemiebedingt nichts geändert haben. Dann mache ich das wieder zu und ich fange an, das hier alles hier zu platzieren. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. Das war's mal damit. Ich gebe euch da auch noch gleich einen genaueren Einblick. Zuerst schmeiße ich noch ein bisschen was von den Hosen und den Sportsachen da drauf und dann geht's richtig los. So, nochmal zur Verdeutlichung. Das ist mein Klamottenberg. Ich beginne mal hier vorne mit Hosen und so Kram. Tatsächlich ist es bei mir sehr durchmischt zwischen Sommerhosen und Herbst, Winter, Frühling. Frühling sollten wir jetzt eigentlich langsam kriegen. Aber ja, ich hatte früher sowas wie eine Sommerkiste, aber irgendwie schaffe ich es immer recht spät, diesen Klamottenwechsel zu vollziehen. Und dadurch, dass mein Kleiderschrank jetzt sowieso leerer wird mit der Zeit, passt sogar alles langsam hinein, auch wenn es immer ein bisschen gedrungen und gequetscht ausschaut, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so ein Riesendrama. Deswegen werde ich das einfach so beibehalten, damit ich einfach einen Überblick darüber habe, was ich besitze. Denn sonst habe zumindest ich schnell mal das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Und dann irgendwie glaube, dass ich zum Beispiel so eine kurze weiße Hose nicht habe und sie mir dann kaufe und dann in irgendeiner Kiste doch wieder eine kurze weiße Hose finde. Das wären dann tatsächlich, glaube ich, alle Jeanshosen, die ich besitze. Ich weiß, es ist noch eine rein schwarze, die ist aber gerade in der Wäsche. Es ist irgendwie so für jede Situation was dabei. Ich weiß nicht, ob das für manche jetzt schon viel oder sehr wenig ist. Es sind halt drei von diesen Mom- bzw. Boyfriend-Jeans.
Dann, das ist, also das wäre dann diese und die weiße und die ganz unten. Dann gibt es so eine normale Röhrenjeans in so einem Jeansblau. Eine Röhrenjeans in weiß, die so ein bisschen ausgefranst ist. Und dann eben diese schwarze Röhrenjeans und dann nochmal eine ganz schwarze. Bei den kurzen Hosen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da weiß ich, dass ich ja dazu tendiere zu eskalieren. Dementsprechend habe ich da einfach sehr, sehr viel Auswahl von eben Jeans in verschiedenen Farben und dann auch verschiedenen Längen. Weil ich habe dann zum Beispiel hier, das sind so die ganzen Jeanshosen. Davon ist die sehr low geschnitten, dafür ein bisschen länger im Bein. Die zwei sind eher kurz, die sind aber so angenehm, also das sind die bequemsten kurzen Hosen, die ich habe. Und das ist nochmal eine in weiß. Zwischen den beiden kann ich mich einfach gar nicht entscheiden. Das ist dann quasi so ein, okay, wenn eine von beiden in der Wäsche ist, dann nehme ich die andere, wenn ich sowas gerade brauche. Und dann ist das halt so eine etwas elegantere Variante von einer kurzen Hose. Genauso wie das, nur dass da eben so ein bisschen Farbe noch mit dabei ist. Das ist nochmal sowas in beige. Und die einzige, wo ich überlege, dass ich sie wegtue, ist die hier. Wobei ich da dafür dann spekuliere, ob man die nicht nochmal als Pyjama-Hose oder irgendwie so fürs kurz drüberziehen verwendet. Weil die trage ich tatsächlich im Alltag eher weniger. Ja, die werde ich nochmal zur Seite legen und der Rest kommt in den Schrank. Okay, und dann würde ich mit Hosen auch gleich weitermachen. Allerdings jetzt in Richtung Sporthosen gehen. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich das alles so ein bisschen im Zuge meiner Vorsätze mache, die ich mir gemacht habe für das neue Jahr. Und unter anderem, falls ihr eben mein Video gesehen habt, was ich euch vorhin schon verlinkt habe, dann wisst ihr, dass ich auch den Vorsatz habe, mehr Sport zu machen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema Sporthosen bzw. generell Sportoutfits. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich in diesem Zusammenhang gerne mit Oceans Apart zusammenarbeite. Da habe ich schon das eine oder andere Video gemacht, was ich euch auch sehr gerne hier oben bzw. unten in der Infobox verlinke. Ich trage auch tatsächlich heute eines von ihren Outfits. Wenn ihr meine Vlogs seht, habt ihr vielleicht zum Beispiel den Hoodie das eine oder andere Mal schon gesehen. Den trage ich wirklich sehr, sehr gerne im Alltag. Und der gehört eben zu dem Set mit diesem grünen BH und auch der Sportleggings. Das ist super, super bequem. Ich zeige euch das gerne auch nochmal in Nahaufnahme. Darin habe ich jetzt tatsächlich auch schon das eine oder andere Workout gemacht. Und das liegt wirklich an wie eine zweite Haut. Natürlich habe ich auch wie immer einen Rabattcode für euch. Den seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Dann habe ich auch noch dieses Set für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen weniger farbenfroh wollen. Und die hat eben auch so ein bisschen eine Bauchwegfunktion, die Hose. Das heißt, man fühlt sich darin richtig schön eingepackt, ohne dass man sich aber in der Bewegung eingeschränkt fühlt, sondern man hat einfach so ein bisschen einen figurbetonenden Effekt. Und für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen bequemer mögen, habt ihr vielleicht auch schon meinen Vlog zum Thema Skifahren gesehen. Da habe ich euch nämlich auch schon ein paar Sets vorgestellt. Das sind die Cozy Sets, die zeige ich euch jetzt gerne auch nochmal. Da haben wir eben dieses Comfort Set. Das ist tatsächlich eins meiner liebsten, sowohl zum Sport treiben als auch danach zum Chillen. Außerdem bin ich Teil des Feel Good Months und da geht es darum, dass man im Januar in Kooperation mit der Active App, die ich euch gerne auch verlinke, Bäume pflanzen kann. Und zwar wird für alle 5 Kilometer, die ihr geht und die ihr von der App tracken lässt, ein Baum gepflanzt. Und so wird in Zusammenarbeit mit Oceans Apart eben geschaut, dass der Umwelt ein bisschen geholfen wird, sich zu regenerieren. Und das Ziel von Oceans Apart wäre eben, dass man gemeinsam mit der Community um die 5000 Bäume pflanzt. Finde ich eine richtig tolle Sache. Wie gesagt, ich setze euch den Link auch mit allen Informationen unten in die Infobox, wenn ihr an dieser Kampagne teilnehmen wollt. Es kostet nichts, es ist für einen guten Zweck. Und ihr bewegt euch dabei und das ist dann entsprechend nicht nur gut für euch und euren Körper, sondern in diesem Zusammenhang eben auch für die Umwelt. Mitmachen ist also ganz easy. Ihr ladet euch einfach die App runter, legt euch ein Profil an und dann gibt es die Kategorie Teams. Und dort gebt ihr einfach unseren Teamnamen und den Teamcode ein, den ich euch jetzt hier unten einblende, aber natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Und dann könnt ihr jedes Mal, wenn ihr Sport macht, die App öffnen und sie trackt euch mit. Und unter allen, die mitmachen, verlost Oceans Apart noch dazu dreimal einen 500-Euro-Gutschein. Also mitmachen lohnt sich nicht nur für euch und eure Gesundheit, sondern in diesem Fall auch für die Umwelt. So, ich hätte jetzt aber gesagt, wir machen mal weiter. Jetzt haben wir genug von Sport geredet. Aussortieren ist ja quasi auch ein Sport.
Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich deutlich ins Schwitzen gekommen bin, bevor ich hier euch diesen kleinen Monolog gehalten habe. Aber ja, wir dürfen nicht trödeln. Wir machen hier mal weiter. Sorry, das war nicht der Plan. Bei vielen Sachen muss ich tatsächlich auch gar nicht großartig schauen, ob ich das jetzt noch behalte oder nicht, weil das dann so Sachen sind wie eben Anlasskleidung, was ich vorhin schon meinte. Das sind dann eben so, weiß ich nicht, für Hochzeiten, Taufen, wie auch immer. Da weiß ich, dass ich das behalten werde. Die habe ich auch großteils in Größen gekauft, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich da, egal in welcher Statur, nochmal reinpasse. Deswegen, ja, nur falls euch wundert, dass ich bei manchen eigentlich keinen Gedanken dran verschwende, aber das ist dann für mich einfach sehr, sehr klar. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, es schaut schon wieder sehr, sehr voll aus, aber ich schwöre euch, ich habe eigentlich recht viel weggetan. Ich zeige euch dann im Anschluss auch, wenn ich fertig bin mit allem, den ganzen Stapel an Klamotten von den Sachen, die ich aussortiert habe. Und ich meine, hier sind wir ja noch nicht fertig, ich glaube, dass da auch noch ein Haufen Zeug wegkommt. Ganzen Kleiderbügel, die mir hier noch übergeblieben sind, die werde ich natürlich dann jetzt auch noch reinhängen. Vor allem, weil bei meiner alten Aufteilung sehr viele Sachen doppelt auf einem Kleiderhaken hingen. Das heißt, es ist nämlich auch kein hundertprozentiger Referenzpunkt, wie viel ich aussortiert habe. Aber keine Sorge, ich habe da hinten einen Stapel liegen. Ich packe das mal alles in den Sack und dann seht ihr das vielleicht auch ein bisschen besser. Aber abgesehen davon seht ihr jetzt hier den Schrank nochmal in Nahaufnahme. Das wollte ich vorhin euch nicht antun, muss ich offen gestehen. Ja, ich zoome noch ein bisschen raus. Da habe ich jetzt, wie es vorher auch war, einfach die ganzen Oberteile aufgehängt. Und hier kommen wir zu ein paar Röcken. Und da geht das ganze Spielchen auch weiter mit Kleidern, teilweise Blazern und dann eben auch ein paar längeren Röcken, beziehungsweise hier eben auch die eine oder andere Stoffhose, aber man sieht, da ist deutlich Platz reingekommen und hier auch. Also ja, ich habe es mal wieder geschafft, deutlich was loszuwerden. Es ist tatsächlich auch sehr wenig auf einem Vielleichtstapel gelandet, eigentlich so gut wie gar nichts. So, vielleicht für euch kurz zum Überblick. Das ist der ganze Sack mit den aussortierten Klamotten. Der ist nicht klein und da sind einige Dinge dabei, die sicher so einen neuen Besitzer finden, der sich auch bestimmt darüber freut. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video hier für heute. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst ihm gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen von euch auch, seinen Kleiderschrank auszusortieren. Und vergesst natürlich auch nicht, in der Infobox nachzuschauen. Dort findet ihr alle Infos zu Oceans Apart sowie auch zu der Aktion, die sie gestartet haben mit den Bäumenpflanzen. Finde ich eine super coole Sache und ist etwas, was keinem wehtut. Wenn man ja sowieso Sport machen würde, dann kann man da auch gleich etwas Gutes dazu beitragen. Rabattcode seht ihr hier auch nochmal eingeblendet, falls ihr etwas bestellen möchtet. Und alle Links und Informationen sind wie gesagt nochmal unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch jetzt hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auch immer, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!